Schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie heute hier alle begrüßen zu können. Mein Name ist Hans Pich. Ich bin von der Firma RWS Trados und wir haben heute den Klaus Fleischmann mit dabei, weil der Christian Lang, der eigentlich angekündigt war, leider nicht teilnehmen kann. Der eine oder andere wird es verstehen, weil ich glaube, das geht überall ein bisschen rum. Ich denke, wir fangen relativ schnell an. Vielleicht ein paar kurze Worte zum Webinar. Alle Teilnehmer sind wie üblich stumm geschaltet, aber wir haben die Fragen- und Antwortfunktion für die Fragen. Bitte stellen Sie die Fragen auch rein. Stellen Sie die Fragen ruhig gerne während des Webinars schon rein. Möglicherweise wird das ein oder andere auch schon im Webinar beantwortet werden können. Wir werden auch eine Aufzeichnung und von den Slides zum Webinar haben und die werden natürlich auch allen dann zur Verfügung gestellt. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, können Sie natürlich auch in den Chat noch was reinschreiben, wenn es allgemeine Sachen sind, die sich zum Webinar beziehen. Dann denke ich mal, können wir auch eigentlich anfangen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage Terminologie und ich würde gerne mal aus der Trados-Sicht kurz beschreiben, warum das für uns so ein wichtiges Thema ist und warum wir jetzt hier auch mit dabei sind. Ich hoffe mal, die meisten kennen Trados als Produkt mit im Bereich Übersetzungstechnologie und wir haben natürlich auch noch viele weitere Produkte im Angebot, die sich mit Content Management und mit maschineller Übersetzung beschäftigen. Aber wenn wir auf das Trados-Ökosystem gehen, dann ist das für uns ein ganz zentraler Punkt, denn wir sehen, die Lösungen, die Trados anbietet, funktionieren am besten in einem Netzwerk. Denn wir sehen, dass die Anforderungen, die unsere Kunden, unsere Kundinnen haben, natürlich ganz vielfältig sind. Und es lässt sich nicht immer alles aus einer Hand bedienen. Das ist auch gar nicht sinnvoll, weil es gibt Spezialisten, die wirklich Sachen besonders gut machen. Und wir haben daher ein großes Netzwerk an Partnern, an freiberuflichen Mitarbeitern, an Bereichen, die für die Funktionalität sehr entscheidend sein können. Und gerade dieser partnerschaftliche Gedanke ist für uns von ganz zentraler Bedeutung. Und man sieht das ja auch gerade in der Partnerschaft mit Kaleidoskop und den ganzen Produkten rund um Terminologie und Qualität. Die Partnerschaft pflegen wir seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll. Und man sieht, dass die Entwicklungen wirklich dazu führen, dass die Lösungen für unsere Kunden und Kundinnen kontinuierlich besser werden und vor allen Dingen auch, und das sieht man in diesem Webinar wahrscheinlich ganz besonders gut, dass sie auch mit den Anforderungen wachsen können. Und wenn ich auf den Bereich Terminologie hier zurückkomme, dann denke ich mir, man hat früher schon immer gesagt, Terminologie ist total wichtig und das sollte man mal tun. Aber gerade mit der Einführung von großen Sprachmodellen und von maschineller Übersetzung in die Prozesse merkt man, dass Terminologie nicht nur wichtig ist, sie ist sehr wichtig und die Anforderungen steigen kontinuierlich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute von Klaus ein bisschen mehr darüber erfahren werden, wie die Technologie diesen wachsenden Anforderungsprozess mit begleiten wird. Und dann würde ich gerne zu Klaus übergeben, weil der hat wirklich die Inhalte zu präsentieren. Super, vielen Dank, Hans, für die Intro. Ja, leider, Sie müssen wieder mit mir vorlieb nehmen. Ich hätte mich sehr gefreut, dass Christian mal mehr Webinare macht, aber ja, it's the time of the year, sage ich mal. Und Sie kennen das ja eh alle, darum bin ich da natürlich eingesprungen. Kaleidoskop, Hans hat es schon gesagt, wir sind Teil des RWS Trados Ökosystems, wie ich das immer ganz gern nenne, und kümmern uns so um das Thema, ja, Global Content ist ja auch unser Claim to Fame, Taking Your Content Global. Und das bedeutet für uns natürlich auch von der Erstellung, Übersetzung, Verwaltung bis hin zur, ja, Content Delivery, sagt man auch auf Deutsch, der Zustellung von Inhalten. Und auch wir haben hier ein ganzes Ökosystem und ein ganzes Portfolio an Bausteinchen, wo wir natürlich zusammenarbeiten, ganz, ganz intensiv mit RWS, ehemals SDL, ehemals Trados und die Brand auch wieder Trados, sehr zu meiner Freude, muss ich sagen, weil, ja, bin natürlich Nostalgiker ein bisschen. Und man sieht Terminology oder Corporate Language oder auch so Dinge wie Taxonomien, das ist ja auch nur ein ganz kleiner Schritt von Terminologie zum Thema Taxonomien, die finden sich da ta tatsächlich in verschiedenen Boxen immer wieder, weil Terminologie natürlich in der Erstellung wesentlich ist, in der Übersetzung wesentlich ist. Ich muss sie managen im Sinne von Corporate Language und wie Hans auch gesagt hat, das wird immer wichtiger und wird immer, ja, unerlässlicher eigentlich, das Thema Terminologie. Und zum Bereich Ökosystem auch noch. Wie gesagt, wir arbeiten viele, viele Jahre schon mit RWS zusammen, mit der Trados GmbH seit 1996, also tatsächlich schon eine Zeit lang. Auch da unser 30-jähriges Jubiläum kommt auch bald, aber RWS ist uns natürlich ein paar Jährchen voraus. Ja, und
ergänzen eigentlich die Lösungen von RWS, die aus unserer Sicht eigentlich so Branchenstandards oder Benchmarks eigentlich sind, auch überall unterrichtet werden und sehr, sehr weit verbreitet werden, ergänzen das um so, ich sage jetzt mal, Nischenthemen, Themen, die natürlich da irgendwie dazugehören, aber nicht Core sind für das, was RWS macht. Und allen voran würde ich jetzt mal sagen, bedeutet das Terminologiemanagement. Dafür sind wir am besten bekannt. Wir haben auch Toolsets rund um zum Beispiel Übersetzerrückfragenmanagement, Qualitätsmanagement, Automatisierung von Content Flows und solche Dinge. Aber am bekanntesten sind wir sicher für QuickTerm, unser Flaggschiff-Produkt aus dem Bereich Terminologie. Ja. Da bin ich auch schon beim Thema, warum machen wir überhaupt Terminologiemanagement? Was ist eigentlich das Ziel davon? Und das Ziel davon ist meistens, dass ich konsistent und korrekt kommunizieren möchte. Mit Kunden, aber auch untereinander, im Unternehmen, mit Kollegen etc. Und wie mache ich das in der Terminologie? Meistens, das hier ist ein Screenshot. Die Daten übrigens, die ich auch immer bei Demos und so verwende, von einem unserer Kunden. Freundlicherweise dürfen wir die zeigen, von der Firma KTM. Die macht Motorräder. Das heißt, es geht hier zum Beispiel um etwas, das offensichtlich irgendwie zum Verlangsamen von Motorrädern recht hilfreich ist. Und zum Thema konsistent ist es halt so, dass KTM irgendwie festgestellt hat, naja, das wird bei uns unterschiedlichst benannt. One-Pot-Brake-Caliper, einer meiner Lieblingstermini, aber eben auch Single-Piston-Floating oder Single-Piston-Brake-Caliper. Und in einem Abstimmungsprozess wurde dann beschlossen, naja, wir wollen das Single-Piston-Brake-Caliper nennen. Dann wird das in einer Termbank eben entsprechend hinterlegt in einer Terminologie und wird gelabelt als Preferred Term, also so möchten wir das eigentlich nennen, und die anderen werden gelabelt als, KTM nennt das ISO-konform Deprecated Term. Man kann natürlich auch sagen Rejected, Do Not Use, Unpreferred, wie immer man das nennen will, aber es wird halt eindeutig gekennzeichnet, so wollen wir das eigentlich nicht. Und das ist praktisch das Thema konsistent. Damit kann ich dann nachschlagen, ich kann automatisiert prüfen etc., dass meine Mitarbeiter sich halt daran halten, wenn sie Content erstellen, dann bitte immer dieses Wort verwenden. Und zwar dieses Wort auch verwenden für ein bestimmtes Ding. Und da sind wir beim Bereich korrekt. Also was bedeutet eigentlich Single Piston Brake Caliper? Und da arbeitet man eben in der Termbank mit Bildern, mit Videos, mit Definitionen, mit Erklärungen, mit Einordnungen in Taxonomien, in Concept Maps. Also ganz viele Möglichkeiten habe ich in der Termbank, die es mir erlauben zu erklären, was ist das eigentlich? Damit wir eben nicht konsistent das falsche Wort verwenden, sondern dass wir konsistent einheitlich immer auch das richtige Wort verwenden. Und das Ganze natürlich in allen Sprachen, insbesondere im Ökosystem von RWS natürlich. Da geht es immer um Vielsprachigkeit, auch bei uns bei Kaleidoskop. Natürlich will ich das auch in allen anderen Sprachen vorhalten. Warum? Naja, weil ich möchte, dass der Content, die Informationen, die ich generiere, dass die verständlich sind, korrekt sind, rechtssicher sind, lesbar sind, benutzerfreundlich sind, aber natürlich auch ich selbst, wenn ich mit Kollegen oder Kunden oder, weiß nicht, Servicetechniker mit dem Kunden oder so kommunizieren, dass eben da auch eine Verständlichkeit herrscht auf sprachlicher Ebene. Zum Thema Megatrends, Hans hat ja auch schon eingeleitet, ich gehe da mal ein Kästchen weiter bei AI, also Generative AI, Large Language Models, seit vielen Jahren ja in unserer Branche eigentlich schon ja, gang und gäbe und völlig normal. Wir nennen es halt nicht ChatGPT, wir nennen es Machine Translation, aber Neural Machine Translation Modelle sind technologisch ja dasselbe, nur halt für ein anderes Ziel trainiert. Und da ist Terminologie eben sehr, sehr wesentlich, weil natürlich alle, die es schon mal ausprobiert haben, wissen, nicht nur halluziniert dieses Ding, sondern es hat halt auch irgendwie keine Einheitlichkeit in der Terminologie. Wenn ich aber Terminologieverwaltung habe, dann kann ich das diesen Engines natürlich unterjubeln, beibringen, korrigieren, etc. Ein weiterer Megatrend ist so dieses Thema Digitalisierung, damit einhergehend Content Marketing. Man will halt heutzutage möglichst viel Content produzieren, der Fragestellungen von Kunden klar und deutlich beantwortet. Und da brauche ich halt auch Suchmaschinenoptimierung, klare Sprache, verständliche Sprache. Und das ist also auch ein absoluter Megatrend, den wir sehen. Alle Unternehmen machen das, weil man natürlich will, dass die moderne Benutzerwelt sozusagen, die ja mit Smartphones permanent online ist und permanent irgendwie Google fragt, wie repariere ich denn das, wie funktioniert denn das,
was soll ich denn kaufen? Und damit man eben Kunden auf seine eigenen Inhalte bringt, muss das entsprechend Suchmaschinen optimiert sein. Ich sehe übrigens, dass mein Bild irgendwie ein bisschen verschwommen ist, mein Kamerabild. Also sorry, weiß nicht, woran das liegt, aber ja, ist hoffentlich eh nur sehr klein am Bildschirm. Und natürlich auch bei ja, Component-Based Content-Management-Systemen, bei anderen Content-Management-Systemen, technisch, Marketing etc. Auch da ist Terminologie unerlässlich, weil man hier ja nicht mehr in einem Dokumentkontext schreibt, sondern wirklich Fragmente schreibt, Module schreibt, die dann irgendwie on the fly vielleicht sogar heutzutage zusammengesetzt werden. Und ich kann dann eigentlich gar nicht mehr sicherstellen, ist eigentlich der Absatz vor meinem Absatz, ist der eigentlich terminologisch konsistent mit mir, weil ich habe ja keine Ahnung, wo der eigentlich herkommt. Also da brauche ich dann auch irgendwo an einer zentralen Stelle Terminologieverwaltung. Wie ist das so im Unternehmen? Also wir sehen ja viele Unternehmen, weil wir ja Gott sei Dank ja bei vielen Unternehmen Terminologiemanagement einführen. Hier ein Fall eines Unternehmens, die haben also, die bauen so Schweißroboter und hatten irgendwann mal die gute Idee, es wäre ja super, ist auch schon eine Zeit lang her, wie man hier sieht am Design, hatten irgendwann mal die gute Idee, vielleicht können wir die Bedieneinheit ja abnehmbar machen, weil dann kann ich rumwandern im Raum, wo dieser Schweißroboter arbeitet, und kann mir so ein bisschen genauer anschauen, was schweißt der da eigentlich und kann halt Einstellungen irgendwie von der Ferne auch treffen. Und wenn man dann fragt im Unternehmen, du, wie heißt dieses Ding eigentlich? Also naheliegenderweise FRC30, weil das steht nämlich drauf. Aber je nachdem, mit wem man spricht, hat das unterschiedlichste Namen. Und das ist nicht zufällig, sondern das ist eigentlich by design oder systemisch bedingt, sagen wir mal so, weil wenn so ein Produkt entwickelt wird, dann durchläuft das ja bestimmte Zyklen in einem Unternehmen. Das heißt, es beginnt mal irgendwo in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung vielleicht, die sagen, wie nennen wir denn dieses Teil? Naja, was tut es denn? Das ist so der Mindset von Entwicklern und ja, Forschern, also F&E-Leuten. Was tut das Ding eigentlich? Naja, ich kann Einstellungen aus der Ferne treffen. Also warum nennen wir das nicht Fernsteller? Ja, passt, das ist das perfekte Wort dafür. Dann geht es in die Konstruktion oder auch in die Softwareentwicklung, wenn ich Softwareunternehmen bin. Und diese Menschen denken eher so, naja, wie baue ich das? Wie programmiere ich das? Was ist das Geniale an diesem Algorithmus dahinter? Und entsprechend benennen die das dann auch relativ technisch. Also zum Beispiel, die stellen dann fest, naja, da brauchen wir jetzt eine Batterie in diesem Ding. Früher war das egal, weil da war das Ding am Schweißroboter montiert, da haben wir Stromquelle. Jetzt haben wir das nicht mehr, jetzt brauchen wir eine Batterie. Und es ist logischerweise ein HMI, was sonst sollte das sein? Das ist Entwicklern völlig klar. Human-Machine-Interface übrigens. Also völlig naheliegende Benennung. Batteriebetriebenes HMI. Der, die, das HMI, who knows, aber in diesem Fall halt das. Der Produktmanager sagt natürlich, naja, es ist irgendeine Art von RC, also hängen wir halt eine neue Nummer hinten dran. Und tatsächlich sehr häufig, ich glaube, viele von Ihnen kommen ja ein bisschen aus der Tech-Doc-Ecke auch, sehr häufig schlägt das auch in der Tech-Doc das erste Mal auf, dass die Kollegen dann sagen, hey, ich kriege da irgendwie zugelieferte Informationen aus all diesen vorgelagerten Prozessen, aber irgendwie nennt ihr das alle anders und übrigens, ihr nennt das alle doof. Technische Redakteure haben ja gelernt, für die Zielgruppe zu schreiben, und die Zielgruppe versteht kein HMI. Fernsteller ist irgendwie auch ganz eigenartig. RC30, Abkürzungen sind immer ein Problem. Warum nennen wir das nicht einfach Fernbedienung? Und schon habe ich ein weiteres Synonym dafür. Und das hört dort nicht auf. Natürlich kommt irgendwann mal das Marketing und sagt, ja, wir müssen das ja irgendwie sexy verkleiden und irgendwie ja, attraktiv machen sozusagen. Und das Schönste dafür ist natürlich, wenn wir das auf Englisch sagen. Also nennen wir das nicht Fernbedienung, sondern Remote Control. Daher kommt übrigens auch das RC von Remote Control. Und dort endet es heutzutage nicht, sondern man denkt eben auch darüber nach, wie nennt das eigentlich mein Benutzer. Mache ich das nicht, habe ich halt Situationen wie so ein Projektmeeting, ja, die Dame spricht da seelenruhig vom RC30, die Kollegin sagt, was, wovon sprichst du, meinst du vielleicht den Fernsteller? Die anderen beiden denken sich, keine Ahnung, wovon die eigentlich gerade spricht. Die Übersetzungsabteilung denkt sich auch, warum kriege ich da fünf verschiedene Wörter? Ist das alles das Gleiche? Ist das doch was anderes? Keine Ahnung. Und wahrscheinlich auch der Kunde wird sich ein bisschen wundern, warum nennen die das eigentlich immer anders. Die Lösung ist natürlich das Konzept, also terminologisch. Gehe ich natürlich her und sage, naja, worum geht es da überhaupt? Ja, es ist halt diese Einrichtung, mit der ich irgendwas aus der Ferne einstellen kann. Schaut so aus, dann sagt jeder, ah ja, habe ich schon mal gesehen. Dann ist einmal klar, was ist eigentlich das Ding? Und dann kann ich eben hergehen und kann sagen, naja, was machen wir jetzt mit all diesen Wörtern, die da rumschwirren? Naja, hoffentlich gibt es dann irgendwie, weiß nicht, jemanden, der das entscheidet und sagt, ja, wir nennen das Fernbedienung, das soll die Vorzugsbenennung sein.
Ausnahmsweise dürfen wir auch Remote Control dazu sagen, nämlich immer dann, wenn das als SEO-Keyword verwendet wird, weil das wird in Österreich nämlich ganz, ganz intensiv gesucht. Haha. RC30 dürfen wir es natürlich auch nennen, weil das ist der Produktname, das steht ja schließlich und endlich auch noch drauf. F ist der Name der Firma übrigens. Und alle anderen Sachen möchten wir aber eigentlich vermeiden, wenn das geht. Das heißt, so mache ich das in einer Termbank. Aber die Frage ist halt, wie komme ich dahin? Und das Thema des heutigen Webinars ist ja auch irgendwie, das ist ein Prozess. Wir wollen mitwachsen. Das wächst auch in einem Unternehmen normalerweise. Beginnt also nicht mit einem groß angelegten Projekt über irgendwie sämtliche Abteilungen hinweg, sondern Terminologie startet normalerweise irgendwo klein. Irgendjemand in einer Sprachabteilung, der sich denkt, wir sollten jetzt irgendwie mal anfangen, diese Wörter aufzuschreiben. Oder vielleicht auch ein technischer Redakteur mit demselben Gedankengang. Es wäre eigentlich sinnvoll, das mal aufzuschreiben, weil sonst vergessen wir es ständig und entwickelt sich halt dann dort aus dieser Keimzelle sozusagen weiter. Und da gibt es auch typische Phasen. Professor Trewa aus Karlsruhe hat da dieses Neun-Phasen-Modell aufgestellt, das Sie vielleicht kennen. Wenn nicht, googeln Sie es, da gibt es auch einen schönen Beitrag. Ich glaube, in der Edition vom Deutschen Terminologietag war mal ein Beitrag drüber. Da kann man das in 5, 6 Seiten ganz gut nachlesen. Professor Trewa sagt eben, naja, es startet irgendwo bei einer Zielsetzung. Man muss dann halt irgendwie mal die Terminologie, die es schon gibt, im Unternehmen zusammentragen und irgendwie systematisieren, wahrscheinlich bereinigen. Ja, da habe ich dann genau das Problem. Abteilung A nennt das so, Abteilung B nennt das so oder sogar Mensch 1 nennt es so und Mensch 2 nennt es anders. Und natürlich muss ich mir auch überlegen, wie kommen denn neue Benennungen eigentlich da hinein, weil die Sprache entwickelt sich weiter, ein Unternehmen entwickelt sich weiter, hoffentlich bringt hoffentlich neue Produkte auf den Markt. Und dann muss ich mir auch überlegen, kriege ich das irgendwie in den Griff, dass die nicht immer chaotisch generiert werden, sondern dass ich da irgendwie einen Prozess hinstellen kann. Wenn ich das alles mal habe, muss ich mir überlegen, oh, ich sollte das vielleicht irgendwie effizient verwalten, also vielleicht ist Excel dann irgendwann mal nicht mehr die richtige Variante. Am Anfang ist das ja vielleicht einfach okay, zu sagen, ja, da kann ich das mal festhalten. Aber wenn ich es dann professionell verwalten will, ist das irgendwann mal nicht mehr das optimale Tool, weil ich es eben zum Beispiel auch verbreiten möchte im Unternehmen. Ich habe irgendwann mal auch den Prozess der Pflege. Eben, wie gesagt, Sachen ändern sich. Ich habe vielleicht Fehler drinnen. Ich habe vielleicht eine Benennung drinnen, die stellt sich heraus als ja, urheberrechtlich geschützt durch den Mitbewerb. Dann muss ich das halt entsprechend ja, pflegen und warten. Und natürlich am Ende des Tages will ich auch kontrollieren, ob sich die Leute, die Inhalte generieren, überhaupt an die Terminologie halten. Das heißt, die Kontrolle der Terminologieverwendung, fehlt irgendwie der Bindestrich, ist natürlich auch ganz wichtig. Und wir bei Kaleidoscope haben so einen ähnlichen Prozess aufgestellt. Wir drehen da nur ein paar Sachen um, weil wir der Meinung sind, man sollte vielleicht schon ein bisschen früher beginnen mit der Verwaltung. Auch Verbreitung der Terminologie aus unserer Sicht macht das Sinn, damit mal früh zu starten, damit man ja einfach Sponsoren und Mitstreiter und Kollegen findet im Unternehmen, die sagen, oh, das ist ja eine feine Sache, darf ich da auch mitmachen. Das heißt, wir haben so ähnliche Phasen, aber wir ändern die Reihenfolge ein klein wenig und fassen es auch zusammen. Also wir sprechen da von diesen 5 Phasen, die aber im Wesentlichen den 9 Phasen von Professor Köpferich, sorry, nicht Köpferich, Trewa entsprechen. Wir nennen das eben Planung, Erstellung, dann eben das Thema Prozess, Pflege und Prüfung. Und genau das ist eigentlich das Thema des heutigen Webinars. Das heißt, ich habe als Unternehmen normalerweise hier eben wirklich so einen, ja, einen Prozess, einen Reifeprozess auch. Ich starte als Unternehmen normalerweise irgendwo in der Planung. Wie gesagt, der technische Redakteur, der sich mal überlegt, wäre es nicht gescheit, dass wir mal beginnen, das irgendwo aufzuschreiben. Warum machen wir das überhaupt? Wen kann ich da zu Hilfe holen? Kriege ich vielleicht, statt dass ich es jetzt aufschreibe, kann ich es vielleicht extrahieren, dann spare ich mir irgendwie viele Stunden an Arbeit. Aber das startet sehr häufig einfach klein, ist auch ein Tipp von uns, immer klein starten und nicht zu groß das ganze Thema angehen. Und irgendwann kommt man dann in die Phase, dass man sagt, naja, dieses einfach Sammeln und Planen und so vor sich hin Excel-Listen führen, das tut es dann irgendwann nicht mehr. Spätestens dann, wenn ich Mitstreiter gefunden habe, die sagen, wow, das ist aber cool, kann ich da irgendwie auch mitmachen in diesem Projekt? Dann muss man sich halt überlegen, okay, setzt man sich mal damit auseinander, was brauche ich eigentlich für Daten? Ja, wir nennen das Datenmodell oder Schema nennt man es auch.
Aha, das heißt, will ich, keine Ahnung, Fachgebiete verwalten, will ich Definitionen, Bilder, will ich all diese Dinge drinnen haben in der Termbank oder sollen es einfach nur die Wörter sein? Ich will potenziell auch irgendwie migrieren und validieren. Da sind wir jetzt in diesem Drewa-Prozess auch drinnen, ja, weil der Kollege, der sagt, oh, ich will da eigentlich mitarbeiten mit dir und wäre ja cool, wenn wir das gemeinsam machen. Die haben ja vielleicht auch schon Daten in dieser anderen Abteilung, dann muss ich die natürlich irgendwie reinkriegen in mein System und potenziell auch irgendwie mergen und abstimmen, etc. Und natürlich, was man eigentlich immer muss als jemand, der Terminologie im Unternehmen vorwärts bringen muss oder möchte, man muss Bewusstsein schaffen. Dessen muss man sich klar sein, man ist eigentlich permanent missionarisch unterwegs und schafft Bewusstsein für das Thema Terminologie. Aber das sind so die Dinge, die eben in dieser Phase wichtig sind. Und irgendwann mal, wenn man Bewusstsein geschafft hat, wenn man mehr und mehr Kollegen ongeboardet hat und die das irgendwie alle großartig finden, dann kommt man irgendwann drauf, naja, eigentlich brauchen wir jetzt einen Prozess, weil da will irgendwie die Marketingabteilung mitreden und das Produktmanagement und die Konstruktion. Hoffentlich, ja, also hoffentlich wollen die mitreden, weil dann hat nämlich das Bewusstsein schaffen gut funktioniert. Aber dann ist es in Unternehmen halt sehr häufig so, dass man sagt, okay, jetzt brauchen wir aber auch einen Prozess. Also wie kann denn ein Marketing-Mitarbeiter da zum Beispiel irgendwie ein Veto einlegen? Oder wie soll denn die Abstimmung eigentlich erfolgen, damit das, was wir in der, weiß ich nicht, in der Tech-Doc freigeben, damit das auch im Produktmanagement zum Beispiel okay ist? Oder vielleicht haben die ja ein Problem mit unseren Definitionen und möchten das irgendwie gerne ein bisschen anders definieren oder so. Und dann habe ich eben Prozesse, dann brauche ich Workflows, dann brauche ich Leute, die das auch freigeben. Das heißt, das ist dann auch sozusagen ein nächster Schritt in diesem Reifeprozess. Und irgendwann komme ich dann eben in dieses Thema Pflege hinein, dass ich also wirklich schon viel Terminologie habe. Das ist im Unternehmen dann meistens auch schon irgendwie etabliert und ja, das Unternehmen steht da dann meistens auch schon dahinter und sagt, wow, da haben wir wirklich einen Schatz an Daten und an Informationen. Und dann geht das häufig auch, sage ich jetzt mal, in der Professionalität einen Schritt weiter. Ich bin dann sehr häufig schon im Bereich Informationsmanagement drinnen. Das Unternehmen erkennt dann meistens auch schon, oh, das ist ja eigentlich auch spannend, zum Beispiel für die Einschulung neuer Mitarbeiter, da kann ich das ja gut verwenden. Vielleicht kann ich auch Taxonomien ableiten aus meiner Terminologie, weil der Schritt ist ja eigentlich klein, von einer Terminologie zu einer Taxonomie zu kommen. Das ist zum Beispiel dann gleich mal super für Large Language Models, dass ich da Taxonomien habe, aber auch für so Dinge wie intelligente Suche, Smart Search, Semantic Search, all diese Dinge, das sind halt dann Taxonomien und wir nennen es Concept Maps, manche nennen es auch Knowledge Graphs oder Ontologien, sind da natürlich dann auch spannend und eigentlich auch ein kleiner Schritt, wenn ich Terminologie an sich schon mal im Griff habe. Und ja, natürlich auch das Thema Prüfung, auch das hat Professor Drewa ja als allerletzten Schritt. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ist das wirklich der allerletzte Schritt? Manchmal beginnt das schon früher. Es gibt durchaus Projekte, da ist das mal eigentlich das primäre Ziel. Wir haben eigentlich schon Listen an Wörtern, jetzt wollen wir mal sicherstellen, dass die eingehalten werden. Dann kann man dieses Thema natürlich auch vorziehen und sagen, ja, das ist eigentlich das allererste, was wir tun wollen, ja, dass unsere Terminologie mal prüfbar gemacht wird oder auch, sehen wir auch ganz wichtig, das ist bei Professor Drewa gar nicht so drinnen in ihrem Modell, aber wir sehen auch ganz wichtig dieses Thema Verteilen, weil ich habe halt in den verschiedensten Bereichen im Unternehmen Systeme im Einsatz, die Terminologie verwenden können. Das reicht von Autorenprüfsystemen, AcroLinks Congrey oder auch unser eigenes CheckTerm, aber auch zum Beispiel natürlich Übersetzungstools, ja, vielleicht übersetzen die ja in Trados, vielleicht habe ich da irgendwie auch Übersetzer dabei, die was anderes verwenden, dann möchte ich da natürlich auch die Terminologie hin verteilen. Aber das sind auch so Sachen wie Konstruktionswerkzeuge, CAD-Tools. An alle diese Dinge wollen wir die Terminologie verteilen. Und das ist so, sage ich jetzt mal so, ein, ja, ein Prozess, den durchläuft so ein Unternehmen klassischerweise in mehreren Jahren. Und zurück zum Thema unseres Webinars eben. Unsere Software haben wir eben da speziell auch so von der Architektur und ja, von den Modulen her so gebaut, dass die da auch mitwachsen kann. Klassischerweise in der Planung gibt es bei uns irgendwie einen Trial oder einen Pilot, dass man halt mal sagt, ja, man probiert das mal aus, ohne da jetzt viel Geld noch in die Hand nehmen zu wollen. Wie schaut denn das eigentlich aus, wenn wir da jetzt unsere Excel-Listen in ein gescheites Terminologiesystem bringen?
in diesem Anfangsbereich, wo es eben darum geht, ich habe da vielleicht schon ein paar Kollegen, die mitarbeiten wollen, aber primär geht es mir da mal darum, das irgendwie zur Verfügung zu stellen und Bewusstsein zu schaffen. Da haben wir von QuickTerm die sogenannte Management-Edition. Das heißt, ich kann da ganz klein starten mit einer Handvoll User, mit gar nicht viel Kosten. In unserer Cloud bin ich da sehr schnell auch produktiv. Wenn ich dann so weit bin, dass ich sage, so, jetzt müssen wir uns im Unternehmen wirklich mit Prozessen auseinandersetzen, dann kann ich eben auch hergehen und kann ein Upgrade machen auf unsere Workflow Edition, wo ich dann, dafür ist QuickTerm ja eigentlich bekannt, wo ich dann auch diese ganzen ausgeklügelten Workflows hinterlegen kann, wie, wer kann denn da Feedback geben, wer soll denn das abstimmen, wie komme ich überhaupt zu den Vorzugsbenennungen, wer soll das diskutieren, Abstimmungsprozesse auch. Und natürlich auch in den Fremdsprachen. Also all diese Dinge, die kann ich dann mit der Workflow Edition sozusagen dazuschalten. Und genauso dieses, wenn es dann wirklich beginnt, über das eigentliche Thema Terminologie hinauszugehen, dann haben wir eben unsere Enterprise Edition. Also Sinn der Sache ist natürlich, dass ich da sehr mit sehr geringem Budget, das sind ja auch wenig Leute im Unternehmen, dann habe ich natürlich kein Mega-Budget, dass ich da wirklich schnell und einfach einsteigen kann, auch von den Features her einfach reduziert. Ich habe da keine komplizierten Workflows, die ich konfigurieren muss zum Beispiel, weil es eh keine gibt. Genau, und die Themen Prüfung, Integration, das sind bei uns tatsächlich auch zwei separate Module. Die kann ich aber in jeder dieser Editionen auch dazu nehmen. Also wenn ich sage, ja eigentlich, ich möchte jetzt mal mit Management starten, aber eigentlich will ich von Anfang an auch prüfen oder ich will von Anfang an auch verteilen können, ja dann nehme ich diese Module halt optional dazu, ist auch kein Problem. Also wir können da wirklich diesen Reifeprozess sozusagen oder diesen Prozess des Terminologie-Einführens im Unternehmen mit der Software gut begleiten. Genau, und damit springe ich einfach auch mal hinein in den Bereich QuickTerm Management. Das heißt, in QuickTerm Management, da haben wir eben Features drinnen, dass ich ausrollen kann. Ich zeige das dann am besten einfach direkt vor. Es geht da ja auch um dieses Bewusstsein schaffen. Das heißt, wir haben auch so Gamification-Elemente drinnen, einfach um das ja auch ansprechend zu halten und genau, eigentlich wollte ich hier beginnen, sorry, das war noch so eine Überblickfolie, da merkt man, dass eigentlich mein Kollege das Webinar vorbereitet hat, aber bis jetzt läuft es eh ganz gut. Genau, sorry, ein Schritt zurück, Planung, wie gesagt, wir haben natürlich die Möglichkeit, hier mit Ihnen Trials und Pilotprojekte zu machen. Das schaut eigentlich bei uns so aus, wir haben die Möglichkeit, kostenlose Trials aufzusetzen. Das heißt, wenn Sie das gerne mal ausprobieren möchten, komplett kostenlos. Wir geben 4 Stunden PS-Kontingent dazu, weil Sie werden ein bisschen Hilfe brauchen und Erklärung brauchen und Schulung brauchen. Aber dann haben Sie die Möglichkeit, einfach in unserer Cloud mit dem System zu arbeiten. Sie haben vollen Zugriff, also wenn Sie möchten, können Sie alle Ihre Excel-Listen da auch rein importieren etc. Aber es ist halt unsere Demo-Konfiguration sozusagen. Ein Pilot ist ein bisschen tiefergehend, ist auch nicht kostenlos, die Software schon, also wir stellen tatsächlich unser System kostenlos zur Verfügung für diese 2 Monate, aber weil wir halt mit Ihnen gemeinsam Prozesse diskutieren, Datenbankmodelle diskutieren, das ganze Ding wirklich auch für Sie konfiguriert hinstellen, kostet das hier eben entsprechend Serviceleistungen. Wie viel kommt darauf an, wie sehr Sie das auf praktisch sich selbst zuschneidern möchten, diesen Pilot. Diese Möglichkeit haben wir, damit Sie eben in dieser Planungsphase auch schnell mal starten können, weil meine Erfahrung sagt mir auch, oder unsere Erfahrung aus den Projekten sagt mir auch, es ist einfach leichter, wenn ich da an der Stelle schon ein System habe und das zum Beispiel auch jemandem zeigen kann, weil sonst ist das immer sehr abstrakt, wenn ich mit Kollegen über Terminologie spreche. Genau, der nächste Schritt ist dann eben dieses QuickTerm Management. In QuickTerm Management kann ich eben, ich habe da ein Video gemacht, das ist ein bisschen einfacher, als es vorzuzeigen, aber ich gehe dann auch gleich in eine Live-Demo. Hier kann ich eben Termbanken anlegen, da kann ich eben wirklich auch schon Datenmodelle erstellen. Ich kann auch welche importieren, also wir haben natürlich zum Beispiel TPX als Datenmodell, das wir einfach auch mitgeben können. Und ich kann hier auch Einträge importieren, zeigen wir dann auch gleich. Das heißt, wie schaut so ein Datenmodell aus? Ja, zum Beispiel so, das ist eben TPX an der Stelle. Wir empfehlen TPX durchaus so als Ausgangsbasis, aber man stellt dann vielleicht fest, naja, Cross-Reference brauchen wir eigentlich nicht. Dann löschen wir die halt raus aus dem Datenmodell. Das ist auch das Schöne an QuickTerm, da kann ich echt einfach jederzeit reingehen und sagen, ich will mein Datenmodell ändern, weil irgendwie haben wir festgestellt, wir brauchen da mehrere Felder oder weniger Felder oder mehr oder weniger Werte. Das geht echt jederzeit und QuickTerm aktualisiert im Hintergrund dann auch immer die Daten. Das ist ganz praktisch. Das heißt, so komme ich eigentlich relativ schnell zu einem einigermaßen brauchbaren Datenmodell.
Ich brauche vielleicht auch zusätzliche Felder. Also was uns bei TBX zum Beispiel fehlt, ist so ein Workflow-Status, weil wir halt sehr statusgetrieben sind aufgrund unserer Prozesse und Workflows. Also wir sind der Meinung, das ist schon praktisch irgendwie zu hinterlegen, ist dieser Eintrag eigentlich schon fertig ausdiskutiert oder wird der noch bearbeitet? Aber dann füge ich dieses Feld halt hinzu und dann kann ich eben entsprechend damit arbeiten. Wie gesagt, im Hintergrund wird jetzt die Datenbank angepasst, diese Picklistenwerte geändert, neue Felder hinzugefügt etc. Und dann kann ich eben damit auch schon arbeiten. Ich kann da aber auch natürlich schon Daten importieren. Das ist natürlich in dieser ersten Phase ganz wichtig. Ich muss meine Excel-Listen da reinkriegen. Excel-Listen schauen sehr unterschiedlich aus, aber zum Beispiel so, vielleicht finden Sie sich da ja auch wieder. Und so eine Excel-Liste kann ich natürlich da hinein importieren. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte Daten einlesen. Wir unterstützen da alle möglichen Formate, also sehr viele, inklusive total Custom XML auch. In diesem Fall halt Excel. Und ich kann dann sagen, ja, hier habe ich meine Excel-Datei. Dann kann QuickTerm da schon mal die unterschiedlichen Spalten auslesen. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, naja, die erste Zeile, die will ich eigentlich überspringen, weil das sind meine Feldnamen. Die will ich nicht importieren, logischerweise. Und dann will ich halt, ich kann mich nicht mehr erinnern, 9 Spalten oder so irgendwie waren das oder 10. 10 Spalten will ich da halt importieren. Dann füge ich die hier hinzu und kann bei jeder Spalte festsetzen, was ist denn das eigentlich für ein Feld in unserer Datenbank? Also zum Beispiel das hier ist mein Subject Field. Ja, da habe ich halt General und Dentistry und so drinnen. Ich kann da übrigens auch Werte mappen. Also wenn die in Excel irgendwie anders heißen als in unserer Termbank, kann ich das einfach mappen. Dann habe ich halt eine Note, dann habe ich irgendwie den deutschen Term. Dann sage ich halt, ja gut, das ist jetzt an der Stelle wirklich schon eine Benennung. Und zwar in der Sprache German. Das ist eine zweisprachige Termbank, also relativ easy. Das nächste habe ich jetzt vergessen. Okay, war offensichtlich der Usage-Status, auch für die Sprache German. Und so gehe ich hier durch und weise praktisch alle meine Spalten einem bestimmten Feld oder einer Sprache in der Termbank zu. Wir haben dann auch ein bisschen auf Fast Forward gedrückt im Video, damit das nicht so lang dauert. Und dann kann ich eigentlich hergehen und kann sagen, ja gut, und jetzt importiere diese Daten und dann sind die praktisch sehr schnell auch hier drinnen. Und ich habe dann meine Excel-Dateien in kürzester Zeit eigentlich in ein wirklich professionelles Terminologie-Management-Tool hineingebracht und schaut dann zum Beispiel so aus, also im Vergleich zu den Excel-Dateien vorher eben, habe ich jetzt hier, Sie kennen das möglicherweise, eine recht typische terminologische Darstellung, konzeptorientiert. Ich sehe auch sehr klar, was ist erlaubt, was ist verboten. Ich sehe aber zum Beispiel auch, dass wir hier Überlappungen haben. Also ich habe hier irgendwie Terminus 1 und Wort 1 und Benennung 1 und eigentlich gehört das zusammengelegt. Das sind ja eigentlich Synonyme. Und das ist jetzt genau so dieses Validieren, dieses erste Aufarbeiten von Terminologie, was auch Frau Drewer eben in ihrem Modell hat. Das ist jetzt eigentlich der erste Schritt, dass ich da mal reingehe und das ein bisschen überarbeite. Insbesondere natürlich auch, wenn ich von Kollegen Sachen importiert habe. Also hier fehlt zum Beispiel die Usage komplett. Die waren halt nicht drinnen in dieser anderen Excel-Liste zum Beispiel. Und dann setze ich das halt auf Admitted. Admitted heißt so, jo, ist okay, aber ist jetzt eigentlich nicht unsere Vorzugsbenennung. Das kommt halt aus dem TBX-Standard. Kann man darüber diskutieren, ob Admitted praktisch ist oder nicht. Und dann kann ich eben auch sagen, okay, mach aus diesen 2 Einträgen einen neuen. Und dann macht er eben genau das und löscht die beiden alten. Und dann habe ich die eben hier sauber und schön zusammengeführt zu einem Eintrag. Es kommt noch irgendwas im Video, kann mich nicht mehr so genau erinnern, was. Also, schauen wir da noch. Ja, ich kann Einträge natürlich auch bearbeiten. Also ich kann jetzt natürlich zusätzliche Felder hinzufügen, die in der Excel-Liste einfach nicht drinnen waren. Also zum Beispiel eben, ja, vielleicht ist das irgendwie einem bestimmten Projekt bei uns zugeordnet. Oder vielleicht gibt es eine Definition, vielleicht gibt es einen Workflow-Status. Da kann ich Ihnen dann in der Live-Demo auch noch zeigen. Wir haben inzwischen auch AI dahinter, dass wir zum Beispiel manche dieser Dinge automatisch generieren können. Zum Beispiel so Sachen wie Grammatical Gender. Das kann natürlich Generative AI relativ problemlos generieren. Definitionsvorschläge auch. Aber natürlich muss man die dann entsprechend überarbeiten, eh klar. Ja, und so kann ich dann diese Einträge eben auch bearbeiten und komme damit in dieser ersten Phase, in der wir ja noch sind, relativ einfach und relativ schnell zu einer Terminologie, die ich aber eben wirklich auch teilen kann. Also da kann ich eben meinen Kollegen Zugriff drauf geben. Wir haben natürlich Berechtigungssysteme, also ich kann genau sagen, wer darf denn was.
Also man kann da mit dieser Management Edition wirklich auch schon gemeinsam an diesem Thema Thermologie arbeiten und kann auch schon ein bisschen im Haus spazieren gehen damit und sagen, schaut mal, so schaut eine Thermologiedatenbank aus. Wäre das nicht cool, wenn wir sowas angehen würden im Unternehmen? Genau, das war so ein bisschen dieses Thema. Ich wollte auch ganz kurz das Thema Thermologie-Extraktion auch zeigen, weil auch das in dieser allerersten Phase war ja auch bei Professor Drewa einer der ganz, ganz ersten Schritte. Manchmal habe ich halt nur sehr wenig in den Excel-Listen und dann kann es hilfreich sein, auch eine Thermologie-Extraktion zu machen. Wir haben da auch ein Tool, das nennt sich TermCatch. Das kann ich mit QuickTerm auch ganz einfach verknüpfen, indem ich eben sage, okay, schau, ich habe hier eine QuickTerm-Datenbank, dann lese ich die hier ein. Weil was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann, das ist jetzt eine andere Termbank im Hintergrund übrigens, ich kann zum Beispiel auch rausfinden, naja, gibt es da vielleicht irgendwo in meinem Content Synonyme dafür? Also ich habe hier zum Beispiel diese Harddisk drinnen, Disk Drive, aber ich kann jetzt eben zum Beispiel auch schauen, vielleicht nennen das Kollegen bei mir in anderen Abteilungen ja auch einfach anders. Ich kann auch Excel-Listen importieren, auch da hat TermCatch eben die Möglichkeit zu sagen, ja, bei dir heißt das Harddisk, aber bei deinem Kollegen heißt das Disk Drive, aber eigentlich ist das dasselbe, also gehört das zusammengelegt. TermCatch kann auch Thermologie extrahieren, also wir können hier zum Beispiel eben aus, in diesem Fall war es ein Translation Memory, aber es kann natürlich irgendein Content sein, wir können da Termkandidaten ermitteln und auch hier schon gruppieren, das ist eben das spezielle Feature auch von diesem Tool, dass ich eben sagen kann, du, Disk Drive und Hard Drive und Hard Disk, das ist doch eigentlich alles irgendwie dasselbe, das hängt auch so zusammen, ich kann mir das auch zeigen lassen, wie kommt er denn eigentlich auf die Idee, dass die irgendwie verwandt sind, kann das auch bearbeiten, wenn es fälschlicherweise als verwandt klassifiziert wurde und kann natürlich dann auch diese Sachen mit der bestehenden QuickTerm-Datenbank zusammenführen. Also ich kann natürlich neue Sachen generieren, eh logisch, aber noch spannender ist natürlich zu sagen, ich will das jetzt eigentlich mergen, also ich will eigentlich schauen, was ist da in unserer Termbank schon drinnen, was ist in diesem Translation Memory oder auch auf der Website, man kann auch die Website crawlen und Thermologie extrahieren, was sind da eigentlich für Sachen drinnen oder auch in der Excel-Liste vom Kollegen und schau mal, inwieweit das vielleicht meine Thermologie ergänzt, eben entweder um neue Konzepte, die wir überhaupt noch gar nicht drin haben oder auch um Synonyme zu bestehenden Konzepten. Jetzt haben wir das hier verarbeitet und dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel bei meiner Disk Drive, also in QuickTerm habe ich eben zwei Einträge, da habe ich Disk Drive und Hard Disk. Aber all diese anderen Dinge, die hat TermCatch eben gefunden in importierten Excel-Listen, in dieser TMX-Datei, auf der Website, was auch immer ich durchsucht habe. Und da kann ich jetzt auch sagen, ja, ich möchte das jetzt hinzufügen zu meinem bestehenden Konzept. Vielleicht manche davon deprecated, manche vielleicht admitted. Und dann kann ich das eben auch in die Termbank überspielen. Das ist natürlich auch Funktionalität, die in dieser ersten Phase super praktisch ist. Ich gehe da jetzt ein bisschen weiter, weil ich wollte Ihnen auch, und zwar live, ups, okay, mein Server ist ein bisschen eingeschlafen in der Zwischenzeit. Ich wollte Ihnen hier auch zeigen, wie schaut das denn jetzt eigentlich aus? Also Ziel in dieser Phase ist ja auch, meinen Kollegen irgendwie zu zeigen, so schaut Thermologie aus, schaut, wie cool das ist. Darum haben wir uns auch bemüht, dass das auch cool ausschaut. Das ist ein Beispiel, so kann es ausschauen, es muss so nicht ausschauen. Wir haben also hier in diesem Fall ein Dashboard, da kann ich so ein bisschen erklären, darum geht es überhaupt in diesem Thermologieprojekt, das kannst du hier tun. Ich habe aber auch so durchaus interessante Features hier drinnen, wie zum Beispiel diese Entries of the Week nennen wir es. Ich schalte das mal um auf Deutsch. Ich hoffe, meine VM friert nicht ein, die hat irgendwie seit ein paar Tagen die Angewohnheit, gelegentlich mal ein paar Sekunden einzufrieren. Schauen wir mal, bis jetzt schaut es ganz gut aus. Ich kann natürlich das User Interface auch auf Deutsch umschalten. No, warum dauert das so lang? Wird gleich Deutsch kommen, vielleicht hätte ich es doch nicht umschalten sollen. Interessant. Ah, jetzt kommt, ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich auch andere Demo-Server. Genau, also ich habe hier zum Beispiel so einen Eintrag der Woche. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so Social Media Posts. Also ich kann praktisch Thermologie-Posts auf diese Plattform stellen. Und der Hintergedanke ist natürlich auf der einen Seite, das ist interessant für meine Kollegen. Ja, die lernen halt hier, was ein Zweitaktmotor ist. Das ist natürlich sehr einfach, aber sie haben sicher komplizierte Terminologie, die man halt hier schön und proaktiv praktisch kommunizieren kann. Und Menschen machen das einfach gerne. Ja, das ist heute in der Social-Media-Zeit, geht jeder mal gerne auf eine Plattform und schaut sich diese Posts an. Warum nicht Terminologie-Posts?
oder Taking it all the way sozusagen. Ich kann auch Terminologie-Quizzes machen im Intranet oder per E-Mail irgendwie sagen, hey, liebe Kollegen, ich habe ein neues Terminologie-Quiz, testet doch mal euer Terminologie-Know-how. Das macht Spaß, ich lerne was dabei und ich kann dieses Terminologie-Thema irgendwie in den Köpfen der Mitarbeiter erhalten, weil auch das war ja ein Ziel in dieser allerersten Phase, die wir Management nennen, dass ich ja Werbung machen will für meine Terminologie. Und natürlich kann ich als Mitarbeiter hier jetzt auch suchen. Also wir haben ja die Motorenterminologie hier auch drinnen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Two-Stroke-Engine hier suche, dann finde ich das natürlich auch hier drinnen. Das ist jetzt eine sehr, ich nenne es immer Multiterm-artige Darstellung. Manche von Ihnen kennen vielleicht von RWS natürlich das Terminologie-Tool Multiterm oder auch die neue Trados Terminology in der Cloud. Das schaut so ein bisschen so ähnlich aus, aber wir haben hier auch die Möglichkeit, das komplett anders darzustellen, zum Beispiel so. Da habe ich halt wirklich sehr viel sozusagen auf einen Blick. Da kann ich durchaus auch Definitionen und Bilder und so einblenden. Oder vielleicht will ich das eher so wie ein, ja, so ein Online-Dictionary anzeigen lassen. Also so benennungsorientiert sozusagen, aber trotzdem natürlich mit den Zusatzinformationen allen da. Also man sieht, wir sind da sehr flexibel und können das wirklich so anzeigen, dass auch Mitarbeiter, die so etwas zum ersten Mal in ihrem Leben sehen, möglichst schnell verstehen, was das eigentlich ist und nicht überfordert sind mit ganz vielen Feldern, die sie eh nicht verstehen. Vielleicht lasst man auch Preferred und Rejected hier drinnen weg, wenn es eh da durchgestrichen ist und mit Icons versehen ist. Alles ganz extrem konfigurierbar und das ist auch wichtig, damit Mitarbeiter sich schnell zu Hause fühlen in diesem für sie ja doch neuen Tool. Genau, das ist sozusagen diese Quick-Term Management Edition, also so wirklich das Einstiegsmodell, mit dem ich eben professionelles Datenmodell erstellen kann, auch flexibel bearbeiten kann. Ich kann Daten importieren, ich kann sie validieren, zusammenführen. Ich habe dieses Thema Extraktion auch mit drinnen. Aber ich kann halt hier auch schon meinen Kollegen so ein bisschen eine erste Idee geben davon, wie schaut eigentlich Terminologie aus. Wie gesagt, wenn ich dann über diese Phase drüber bin und sage, ja, jetzt habe ich wirklich Begeisterung erzeugt im Unternehmen, alle finden die Terminologie-Quizzes so cool, alle wollen da jetzt mitarbeiten, dann braucht es halt irgendwann mal Rahmenbedingungen. Also dann brauche ich eben Zugriffsberechtigungen. Gut, die habe ich hier auch schon logischerweise im Management, aber dann braucht es eben wirklich diese Prozesse, wo ich reingehen kann, Zuständigkeiten definieren kann und wirklich sagen kann, was ist denn, wenn da jetzt jemand ein Feedback schickt, wer soll das denn kriegen und wer soll das denn bearbeiten oder wer soll denn eigentlich entscheiden, wie wir dieses Konzept in Zukunft benennen. Soll das ich als Terminologe entscheiden oder der halt da irgendwie zuständig ist dafür? Oder gibt es dann Gremium, die das dann diskutieren? Das sind eben alles Fragen dieser Prozesse. Das Spannende an Terminologieprozessen ist, das ist immer so eine Mischung aus terminologischer Expertise. Also natürlich braucht es jemanden, der versteht, wie schaut eigentlich dieses Datenmodell aus? Ist das überhaupt eine Benennung oder muss ich die irgendwie noch bearbeiten vorher? Aber ich brauche eben auch Kollegen mit fachlicher Expertise. Und klassischerweise gibt es halt in Prozessen immer irgendwie auch einen Input. Also irgendwer muss sagen, hey, ich habe hier eine Excel-Liste oder hey, ich brauche hier drei neue Einträge oder ich habe hier ein Problem mit dieser spanischen Übersetzung. Also irgendwer muss diesen Input auch geben. Die müssen aber relativ wenig wissen. Das ist in QuickTerm eben absichtlich auch so gemacht, dass das wirklich sehr, sehr einfach runterkonfiguriert werden kann für den relativ ahnungslosen Endbenutzer im Unternehmen. Aber was die halt brauchen, ist, die brauchen schon Bewusstsein, dass sie sagen, ja, es ist wichtig, wenn ich da irgendwas entdecke oder wenn mir irgendwas fehlt, dass ich das auch wirklich anstoße und sage, hey, ich kann hier beitragen, meine Mitarbeit ist wichtig. Aber ich muss nicht Terminologie-Experte sein, sondern das übernimmt eben hier wer anderer. In meinen Demos ist das immer Theresa, meine Theresa Terminologist, die dann eben prüft, bearbeitet. Aber hier sich eben potenziell auch schon fachliche Expertise dazu holt. Und zum Beispiel sagt, ja, da hat jetzt irgendwer was beantragt oder ich habe da irgendwie eine Excel-Datei mit 50 Einträgen importiert, aber ich bin mir nicht so sicher, ob zum Beispiel die Definitionen alle okay sind oder ob es da überhaupt eine gibt. Und da brauche ich vielleicht schon Kollegen aus bestimmten Fachabteilungen mit der fachlichen Expertise, die ich mir dazu hole. Und dann habe ich eben irgendwie einen Entwurf. Aber potenziell will ich den dann jetzt in ein Gremium schicken und abstimmen lassen, ob das eh okay ist. Also vielleicht habe ich an der Stelle dann irgendwie jemanden aus dem Marketing mit im Boot und jemanden aus der Technik und habe vielleicht so einen Terminologie-Döckel oder Terminologie-Committee oder so, die das dann eben hier prüfen und freigeben können. Und natürlich habe ich dann irgendwo das Ganze auch noch in den Zielsprachen. Da kommen dann oft auch externe Übersetzungsbüros mit hinein in den Prozess oder irgendwelche Reviewer im Zielland oder so. Also das sind da klassische Terminologieprozesse, die natürlich bei jedem Unternehmen ein bisschen anders ausschauen. Und
Auch da wollte ich Ihnen kurz zeigen, wie kann man sich sowas vorstellen. Also ich bin ja jetzt noch dieser ahnungslose Mitarbeiter sozusagen, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel auch schon die Möglichkeit, Feedback zu senden beispielsweise. Also ich könnte zum Beispiel sagen, irgendwie, warum ist diese Engine verlinkt und dieser Motor nicht? Oder keine Ahnung, warum sagen wir Zweitaktmotor so, aber oder warum schreiben wir Two-Stroke-Engine, aber dann haben wir Two-Cylinder Four-Stroke-Engine und da ist es wieder ausgeschrieben als Wort. Also vielleicht habe ich irgendein Feedback zu der Terminologie und dann kann ich das halt hier stellen und kann sagen, ja, ich beziehe mich auf diese Benennung. Warum hängt da der Zweier dran? Lustig aus irgendeiner vorherigen Demo. Was soll diese? Ups, mir fehlt die Hälfte meiner Tastatur. Sekunde. Was soll diese 2 zum Beispiel? Ja, und dann sende ich das jetzt aus und schon bin ich im Bereich Prozess. Ja, also wer kriegt das jetzt? Das System weiß, naja, es handelt sich um einen Motor, also Fachbereich Motor. Es war Deutsch. Ich weiß natürlich auch, wer ist der aktuelle Benutzer. Und aus all diesen Dingen bestimmt sich dann vielleicht, wer kriegt denn jetzt dieses Feedback? Also kriegt das ein Projektmanager beim Übersetzungsdienstleister, geht das ins Zielland oder kriegt es meine arme Terminologin, die irgendwie eh alles kriegt? Ja, das hängt dann von ihren Prozessen ab. Oder anderes Beispiel, ich suche hier nach der Thin Slab Casting Plant, finde die nicht, ich kenne ja meine Termbank, ich weiß, die gibt es nicht, aber ich will das dann vielleicht sofort beantragen und sagen, ja, wir brauchen die aber, das ist natürlich nicht Deutsch, sondern Englisch. Kann vielleicht hier auch schon von meinem Benutzer erwarten, dass er einen Kontext mitliefert, dass er eine Quelle vielleicht mitliefert, vielleicht auch nicht, vielleicht überfordert die das, dann konfiguriere ich es halt weg. Also auch da kann ich natürlich sehr, sehr stark konfigurieren. Was will ich denn an der Stelle eigentlich von meinen Kollegen? Natürlich, je mehr Info, desto besser, aber desto mehr überfordert das potenziell auch jemanden, der da selten damit zu tun hat. Kann natürlich auch einfach einen Kommentar dazu schreiben, vielleicht ein Attachment. Und dann sagen, schick das mal ab. Und natürlich ist da jetzt auch wieder ein Workflow dahinter. Ich gehe jetzt mal tatsächlich auch als Terminologin ins System, als Theresa. Die hat jetzt in ihrer Aufgabenliste einfach zwei neue Aufgaben bekommen. Unsere Workflows funktionieren sehr, sehr stark mit Aufgaben. Einfach auch, weil ich natürlich in einem Workflow-System nachverfolgen will, was läuft denn eigentlich alles gerade, wo stehen eigentlich diese Dinge alle. Also ich sehe jetzt auch auf meinem Dashboard schon, schau, ich habe da zwei Aufgaben bekommen. Ich sehe auch in meiner Taskliste, ich habe ja zwei Aufgaben hier drinnen. Ich habe viel mehr. Moment, der Filter ist nicht korrekt. Ich will jetzt nur die sehen, für die ich derzeit gerade etwas zu tun habe. Das sind diese zwei. Das heißt, ich habe für diesen Zweitaktmotor, da habe ich irgendwie ein Feedback bekommen. Okay, das ist der dazugehörige Eintrag. Was war denn das Feedback? Das hier war das Feedback. Und ich kann jetzt hier auch tatsächlich chatten mit diesem Benutzer. Also ich kann da jetzt Rückfragen stellen. Dann kriegt er entsprechend eine Rückfrage in seinem System und natürlich auch per E-Mail. Ich könnte aber jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, puh, keine Ahnung, da frage ich jetzt mal meinen Kollegen in der TechDoc. Gute Frage, warum ist hier eine 2 am Ende? Fragezeichen. Und dann schicke ich das denen. Und jetzt haben praktisch die eine Aufgabe in ihrer Liste, nämlich mir diese Frage zu beantworten. Oder zum Beispiel hier dieser Termantrag, ja, da habe ich also auch einen Kommentar bekommen, da kann ich natürlich auch zurückschreiben. Aber ich habe eben auch hier die Daten bekommen, Thin Slab Casting Plant. Ich bin ja Terminologe, das heißt logischerweise kann ich die Thin Slab Casting Plant bearbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, ich hätte da gern irgendwie, weiß nicht, Grammatical Number dran gehängt. Da haben wir auch AI schon dahinter, das heißt vielleicht kann AI ja die Grammatical Number generieren. Ja, das ist Singular. Den Status traue ich AI nicht zu. Das ist jetzt unser Preferred Term. Vielleicht kann mir AI auch eine Definition liefern. Dann kriege ich hier einen Definitionsvorschlag, kann natürlich einen neuen generieren oder kann den einfach überarbeiten oder irgendwie so Zusatzinformationen noch dazu erfinden lassen. Ich habe da hier mal hinterlegt, ich hätte gerne einen Limerick, also ein Gedicht geschrieben mit dem Thema Thin Slab Casting Plant. Dann kriege ich das halt. Also man sieht, man kann da schon relativ viel natürlich tun. Ich kann das einem bestimmten Subject auch zuordnen. Das ist natürlich klarerweise ein Softwaretext, wie jedermann erkennt. Aber ich kann jetzt hier auch wieder in den Workflow gehen und kann zum Beispiel sagen, ja, ich bin aber nicht sicher, ob diese Definition wirklich gescheit ist. Das weise ich jetzt mal jemandem zu. Ich gehe da jetzt einfach her und sage, ich schicke das in die TechDoc-Abteilung mit einem bestimmten Enddatum. Ich möchte das gerne, keine Ahnung, morgen zurückhaben oder so. Und sage, ja, bitte unterhaltet euch über die Definition der Termstatus, ist mir egal. Ist das okay? Kommt von AI. Ups. So.
Dann sende ich das ab und dann haben eben diese TechDoc-Mitarbeiter im Workflow auch wieder eine Aufgabe. Ich kann diese Aufgaben als Terminologe alle tracken. Also ich kann dann hier zum Beispiel sagen, ja, ich will nicht nur die mir zugewiesenen sehen, sondern irgendwie alle. Ich kann aber hier auch tatsächlich hineingehen und sagen, ja, ich möchte ganz genau sehen, was habe ich denn für Bearbeitungsaufgaben, so nennen wir das. Was haben wir denn da eigentlich im System gerade alles laufen? Und dann, wenn es mal aufwacht, dann sehe ich eben, ja, da laufen irgendwie drei Aufgaben. Ich sehe dann auch, hat da schon mehr was getan dran, ja. In diesem Fall ist das einer Gruppe zugewiesen und keinem Benutzer. Genau, also da kann ich echt immer die Kontrolle darüber behalten, was läuft denn eigentlich alles in meinem System. Und so ticken eigentlich unsere Workflows. Das heißt, wir haben diese Aufgabenlisten. Wenn ich mich da noch ganz, ganz kurz, ich weiß, ich komme schon fast gegen das Ende der Zeit. Wie immer, wenn ich über Terminologie rede, okay, war ich wohl schon länger nicht mehr eingeloggt als Ted. Der muss mal seinen Cache refreshen, aber dann macht man das halt. Da bin ich also jetzt bin ich jetzt dieser? Ja, ich bin jetzt Ted, dieser TechDoc-Mitarbeiter und habe eben auch 14 Aufgaben. Ich habe da alle möglichen Dinge freizugeben. Ja, also das ist jetzt so ein Freigabeauftrag, wo ich halt sagen kann, na gut, ich schaue mir den an und dann sage ich, passt das oder nicht. Ja, irgendwie ist ein bisschen zögerlich heute mein Rechner. Da habe ich also diesen Einkolbenbremssattel und kann das hier irgendwie alles checken. Ist das in Ordnung für mich oder habe ich irgendwie vielleicht will ich einen Kommentar dazu noch hinterlassen oder da eben auch irgendwie mit meinem Kollegen checken. Ja, ich finde, wir sollten das und das da ändern oder so und kann das dann eben approven oder rejecten. Oder den Auftrag, den wir jetzt gerade bekommen haben, der ist hier schon auf der zweiten Seite. Ja, also hier haben wir zum Beispiel dieses Feedback bekommen. Ja, warum ist hier eine 2 am Ende? Da kann ich eben auch sagen, welche 2? Wovon spricht der eigentlich? Ja, gute Frage. Deutsch, ja. Also hier ist ein Zweier. Und dann kann ich hier eben auch darauf antworten und kann sagen, ist wohl ein Fehler. Und das Schöne ist, dass wir das natürlich alles speichern. Also diese gesamte Kommunikation unter den Kollegen oder auch mit dem Terminologen oder zwischen Terminologen und TechDoc-Mitarbeiter zum Beispiel, das wird eben alles gespeichert. Hier zum Beispiel auch noch diese Definition. Da kann ich jetzt als Mitarbeiter eben diese Definition überarbeiten und kann sagen, jo, das ist nicht nur Molten, sondern grundsätzlich Metal, keine Ahnung. Dann kann ich das eben überarbeiten und schickt das Retour an den Terminologen. Und so komme ich eben durch den Workflow Schritt für Schritt weiter, bis ich halt wirklich einen final freigegebenen Eintrag habe. Genau, das ist praktisch der Workflow. Dann noch ganz kurz, wenn das eben entsprechend weiter wächst und ich in diesen, Petra Drewa nennt das Pflege, wir nennen es ein bisschen eher so Enterprise Feature Set, also wenn das in Richtung Informationsmanagement geht, wenn ich beginne, Concept Maps zu brauchen, wenn ich beginne, wirklich Qualitätsmanagement auf der Termbank zu betreiben. Da haben wir eben ganz viel Funktionalität auch in der großen Edition, also in der Enterprise Edition. Ganz kurz ein Blick in diese Concept Maps zum Beispiel oder auch in die Taxonomien. Da haben wir da schon reingeschaut, weiß ich gar nicht. Aber in der Taxonomie kann ich halt so eine Art Produktaufbruch oder ich kann natürlich auch mehrere Taxonomien anlegen und kann dann eben sagen, ja, ich suche jetzt nach etwas ganz Bestimmten, nämlich irgendwas, was mit diesem Bremssystem zum Beispiel zu tun hat. Und dann habe ich hier halt eingeschränkt meine gesamte Anzeige auf Bremssysteme. Und man sieht jetzt hier schon auf der rechten Seite habe ich eben auch eine Concept Map. Ich gehe hier mal kurz zurück auf die Two-Stroke-Engine, die wir da jetzt nicht finden, genau, weil ich ja auf Bremssysteme derzeit schaue. Das Two-Stroke-Engine ist halt kein Bremssystem. Und dann sehe ich hier halt, je nachdem auch, wie hier das Stylesheet konfiguriert ist, ich habe hier tatsächlich nicht das, was ich eigentlich erwartet habe, aber es liegt auch daran, dass ich Ted bin, der hat offensichtlich ein anderes Stylesheet konfiguriert. Ich gehe nochmal kurz zurück auf Eric und kriegt das Stylesheet, das ich eigentlich erwartet hätte. Aber man sieht hier auch, wie benutzerspezifisch all diese Sachen eigentlich anpassbar sind. Geht da mal hinein, nochmal in die Two-Stroke-Engine, zack. Genau, der hat noch gar kein Stylesheet. Schalten wir das mal um auf Liste. Und dann habe ich hier eben meine Concept Map. Ah, okay. Habe ich irgendwie verkonfiguriert, na gut. Ja, aber man kann das halt auch so konfigurieren, dass ich hier keine Fähnchen habe und dass ich nur einen Term sehe oder vielleicht, dass alle Terms sehe. Manche Kunden haben hier sogar die Bilder angezeigt und die Definitionen. Also das ist sehr flexibel auch einrichtbar, was man da eigentlich sieht. Und ich kann jetzt hier natürlich auch rumnavigieren. Also ich erkenne zum Beispiel, na gut, die Two-Stroke-Engine, das ist mein aktueller Eintrag. Der ist offensichtlich eine Art von Combustion-Engine, ja, also Subordinate ist dieser Link-Typ hier.
kann natürlich auch andere Link-Typs anlegen. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann springt das System eben auf die Combustion Engine nach oben und irgendwie friert er heute immer wieder so ein bisschen ein, sorry. Genau, und dann erkenne ich eben, ja, es gibt zwei Arten von Combustion Engine, nämlich Four-Stroke und Two-Stroke Engines. Und wenn ich da jetzt wieder hinuntergehe zum Beispiel, dann sehe ich in diesem System, gibt es ganz viele verschiedene Arten von Four-Stroke Engines. Ich kann auch einfach die gesamte Concept Map mir anschauen. Dann sehe ich eben wirklich, okay, was gibt es denn da in aller epischen Schönheit und Breite und auch layout-technisch. Kann ich das verfeinern und sagen, ja, ich hätte das eigentlich lieber gern so angezeigt. Das wird auch so gespeichert dann. Genau, das ist eben dieses Thema Concept Map, wo es eben dann wirklich eigentlich auch schon den Schritt weggeht von reiner Terminologie tatsächlich hin zu strukturiertem Wissen, Structured Knowledge. Wir können dann auch so Dinge machen, wie diese Sachen nach SCOS ausgeben, nach RDF ausgeben. Das sind eben so Formate, die diese das Wissensmanagement und diese Linguistik AI und all diese Zielgruppen auch benötigen. Und diese Sachen sind auch super praktisch und super wichtig, wenn es eben zum Beispiel darum geht, AI zu trainieren oder AI davon abzuhalten, zu halluzinieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Knowledge Model unseres Unternehmens hinterlegen kann und sagen kann, ja, eine Four-Stroke Engine besteht eben zum Beispiel aus, also das ist jetzt eine andere Art der Map, aber ich könnte natürlich auch sagen, die besteht aus Zylinder und Ringen und Pisten und keine Ahnung was. Und wenn ich das dann einem Large Language Model gebe als Knowledge Graph, dann weiß das halt natürlich auch, wie hängen diese Dinge zusammen, was produzieren die, wie funktioniert das alles und hören dann auch zu einem gewissen Grad auf zu halluzinieren. Oder auch, ich kann natürlich dann sagen, ja, das Large Language Model hat jetzt da irgendwie den Term Four-Stroke Engine produziert. Ist der überhaupt richtig? Will ich den ersetzen durch was anderes? Ich kann ihn verweisen und hinterlegen und sagen, du, Four-Stroke Engine wurde nicht erfunden jetzt von diesem LLM, sondern das kommt tatsächlich aus unserer Termbank. Also das ist da dann irgendwie so die allerletzte Phase praktisch, dass man da in dieses Thema ja wirklich Informationsmanagement, Wissensmanagement, Structured Knowledge eigentlich hineingeht. Und wie eingangs auch gesagt, die Prüfung kann eigentlich an jeder Stelle stattfinden. Also das ist nicht notwendigerweise der letzte Schritt in dieser Reise, sondern ich kann halt auch sagen, ja gut, wenn ich hier zum Beispiel schon mal alles zusammengetragen habe in dieser Management Edition, dann will ich eigentlich an der Stelle schon prüfen. Die Prozesse sind mir noch gar nicht so wichtig. Ich will einfach mal, dass meine Mitarbeiter in der Tech-Doc zum Beispiel oder in der Übersetzung, dass die mal ein ordentliches Prüfwerkzeug haben. Und das kann ich eben hier auch machen mit Checkterm. Auch hier noch ganz kurz, wenn ich noch 2-3 Minuten haben darf, dieses Thema Terminologieprüfung. Wir haben da auch tatsächlich mehrere Möglichkeiten, wie ich Terminologieprüfung machen kann. Also eine Variante ist tatsächlich, dass ich halt direkt im Browser prüfen kann. Wir können hier Dokumente hochladen. Ich kann mich mit Translation Memories auch verbinden und kann Translation Memories durchprüfen. Ich kann auch einfach nur Text mit Copy-Paste hier eingeben. Also wenn ich mal, ich muss nur kurz nachschauen, weil ich vergesse nämlich immer, ob Bremssattel oder Bremszange erlaubt sind. Was habe ich denn für Sucheinstellungen? Englisch, okay. Suche ich mal auf Deutsch. Ja, Bremssattel ist erlaubt, Bremszange ist verboten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal kurz einen Text prüfen möchte. Wir haben so schöne grüne Brems, jetzt habe ich wieder vergessen. Zangen, glaube ich, war verboten im Sortiment, so irgendwas. Und ich prüfe das jetzt. Jetzt schaue ich nur noch geschwind hinein, ob das Deutsch ist. Lustig, ich habe natürlich gesagt Englisch. So. Hälfte meiner Demos sind immer Englisch und die andere Hälfte ist Deutsch. Dann kriege ich halt hier den Fehler. Also er sagt jetzt, Bremszange ist tatsächlich verboten, gehört ersetzt mit Bremssattel. Das kann ich hier auch konfigurieren. Ich habe auch andere Möglichkeiten, aber in unserem Fall wollen wir Bremssattel. Und ich kann das jetzt entweder einfach ersetzen, dann macht er halt Search Replace und wir haben so schöne grüne Bremssattel. Ist halt falsch, weil es Plural sein muss. Wir können da aber tatsächlich auch schon Generative AI drüber laufen lassen und kann sagen, du bau da mal einen vernünftigen Satz draus. Und dann macht er tatsächlich, wir haben so schöne grüne Bremssättel. Macht also wirklich den Plural draus. Das gut grüne war jetzt ein doofes Beispiel, das hat er jetzt nicht anpassen müssen, aber würde natürlich auch da dann die Grammatik korrigieren. Und dann kann ich sagen, super, ersetzt das damit. Und wenn es ein Dokument gewesen wäre, was ich da geprüft habe, könnte ich jetzt auch das Dokument wieder runterladen, also Word, PDF etc. Das Gleiche haben wir auch direkt im Editor. Also man kann Terminologieprüfung natürlich auch direkt in einem Editor machen, zum Beispiel in Word. Dass ich eben sage, ja, ich mache ein Dokument auf, prüfe das dort, kriege genau dieselben Fehler heraus,
aber eben direkt in Word. Ich zeige das jetzt nicht, weil uns auch die Zeit ein bisschen ausgeht. Da gibt es ausreichend Videos und andere Webinare zu diesem Thema. Aber ja, der Unterschied ist halt, ich bin direkt in Word und wenn ich 20 Fehler habe, kann ich auf einen draufklicken, es springt in Word genau an die Stelle und ich kann das dann dort eben entsprechend reparieren. Ganz kurz noch das Thema Integration. Also das Thema Integration hat natürlich auf der einen Seite den Aspekt, ja, ich will das in Translation Memory oder TMS Übersetzungssysteme hineinkriegen. Das können wir natürlich, also Multiterm, Trados Terminology zum Beispiel im RWS-Ökosystem, in Autorenprüfsysteme, Acrolinks, Congry. Das geht natürlich, dass ich die Terminologie dort zur Verfügung stelle. Das ist relativ easy. Aber es gehen halt auch komplexere Use Cases, wie zum Beispiel hier ein Kunde von uns, der das integriert hat in ein Konstruktionstool. Also hier bin ich jetzt gerade Konstrukteur. Ich baue irgendwas, ich kreiere eine neue Komponente und muss die halt benennen. Und in diesem Video, das der Kollege von diesem Unternehmen für mich dankenswerterweise gemacht hat, geht der Kollege jetzt her und sagt, okay, er nennt das jetzt mal Testplate. Das ist leider ein bisschen ungünstig vom Video her, weil Testplate gibt es nämlich nicht in der Termbank. Aber da poppt sofort also auch die Integration eben auf. Und das ist jetzt wirklich live ein Blick in die Termbank, wo ich jetzt sagen kann, okay, na gut, Testplate gibt es nicht. Was gibt es denn sonst für Plates? Zeig mir mal an, was du da jetzt hast. Und das kommt jetzt wirklich live aus der Terminologie-Datenbank, inklusive so Sachen wie E-Class. Das ist halt dann dort im Datenmodell auch hinterlegt. Ich sehe auch, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also wenn ich Steelplate geschrieben hätte zum Beispiel, dann hätte er auch gesagt, nope, Steelplate ist nicht erlaubt. Und ich kann jetzt halt hier suchen. Ich kann mir auch Grafiken anzeigen lassen. Das war denen auch sehr wichtig in der Integration, dass man wirklich die Grafik auch sieht. Und die wird dann da entsprechend eben angezeigt. Ich kann übrigens auch was Neues beantragen, also das macht der Kollege nicht im Video, aber ich kann auch sagen Request Term und kann sagen, ja, das soll aber wirklich Testplate heißen, war nicht nur dumm eingetippt, sondern es ist halt wirklich ein Test, dann kann ich das entsprechend einfach auch sofort beantragen und wenn ich mir dann das Richtige ausgesucht habe, in diesem Fall Spring Disk, dann wird das halt hier automatisch übernommen. Also das wäre jetzt auch ein Beispiel so einer tatsächlichen Integrationen. Genau, das war eigentlich das, was ich erzählen wollte. Also diese Editionen von QuickTerm. Wie gesagt, wir haben die Management, wir haben die Workflow und wir haben die Enterprise Edition. Da hier sieht man auch ein bisschen was, klarerweise, also von den Feature Sets her. Wir haben sehr, sehr viel schon drinnen tatsächlich in der Management Edition, inklusive so Dinge wie Feedback-Sachen. Es ist noch nicht wirklich ein Workflow, aber es ist halt die Möglichkeit, Feedback zu geben und das kriegt dann irgendwer. Dann eben die Workflow Edition. Wenn man eben so weit ist, beziehungsweise die Enterprise Edition und die Zusatzmodule, die man halt eigentlich jederzeit dazu nehmen kann. Und damit bin ich am Ende. Wie ich auch gesagt habe, in dieser Planungsphase, es gibt die Möglichkeit, einen Trial zu machen, es gibt die Möglichkeit, einen Pilot zu machen und vielleicht ist das ja auch der erste Schritt. Und ja, damit habe ich nur 3 Minuten überzogen, also gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ich schaue mal kurz, ob es Fragen gibt, beziehungsweise wenn Sie Fragen haben, vielleicht stellen Sie es noch. Ich laufe noch nicht davon, aber an sich, wenn Sie keine Fragen haben und schon zum nächsten Termin weiter müssen, dann können Sie sich gerne auch schon verabschieden. Ich bleibe noch ein paar Minuten online, einfach um zu schauen, ob es Fragen gibt. Oder vielleicht hast ja du eine Frage, Hans. Aber vielleicht eine Frage nicht wirklich. Eine Frage jetzt nicht wirklich, aber also ich finde schon, dass es ziemlich beeindruckend ist, auch wenn ich mal so bedenke, wie sich die ganze Landschaft da entwickelt hat. Und ich kann mich ja noch an die ersten Versionen erinnern. Ja. Und da ist echt was dazugekommen. Also das ist schon beeindruckend. Ne? Und gerade in der praktischen Umsetzung, man sieht es ja auch, Terminologie ist ja nicht eine einfache Geschichte, wo einfach mal gesagt wird, da machen wir jetzt das so, sondern da kommen ja so viele verschiedene Interessen beieinander. Ohne Workflow-System ist das kaum handelbar, denke ich. Genau, darum ist das eben eigentlich auch natürlich unser Zielpublikum, also sind natürlich Unternehmen unser Zielpublikum oder natürlich auch Übersetzungsdienstleister wie zum Beispiel RWS. Ihr hostet das ja auch teilweise für eure Kunden. Das ist natürlich auch manchmal ein Thema, also so Managed Services nennen wir das intern bei uns, aber Terminologie outgesourced oder bestimmte Dinge halt auch outgesourced. Ich glaube, das kann man sich auch tatsächlich gut vorstellen, wenn man das Webinar gesehen hat, weil halt bestimmte Dinge wie so Prozesse moderieren und so, das kann halt wirklich auch outgesourced werden. Also in meiner Grafik all die Dinge, die rot waren, wo es halt Terminologie-Know-how braucht, was aber manchmal im Unternehmen einfach auch nicht da ist oder auch keine Ressourcen da sind, das kann man outsourcen.
Aber natürlich, man braucht das fachliche Wissen, diese Inputs. Das kriegt man aber sehr schön hin, weil dann kann ich als outgesourceter Terminologiemanager, kann ich ja genau diese Fragen als Aufgabe auch in die Gruppe schicken und sagen, checkt doch bitte mal diese 50 Einträge, die ich da jetzt erstellt habe, ob das eh alles so passt. Oder wenn ich zum Beispiel die zielsprachliche Terminologie recherchiert habe, dann kann ich der halt ins Zielland schicken und dort habe ich einen Reviewer, der da drüber schaut und checkt, ob das eh passt. Also das ist auch so ein bisschen der Gedanke, dieses wirklich kollaborative Zusammenarbeiten. Ah, ich sehe auch gerade deinen Kommentar, 40 Jahre Trados schon, wow. Ja, das kommt. Ich würde gerne auf einen Aspekt hinweisen, weil der in meinem Umfeld tatsächlich auch durchaus sehr relevant ist. Wir arbeiten ja doch in sehr internationalen Teams, auch über die verschiedenen Zeitzonen hinweg. Und ich denke gerade die Option, dass man das halt im Management, also Workflow-Management-System abbilden kann, dass man die Aufgaben zuweisen kann und nicht immer zwingend darauf angewiesen ist, Meetings zu haben, wo alle da sind, was bei 3, 4, 5, 6 Zeitzonen quer über die Welt kaum möglich ist, weil für irgendeinen ist immer tiefe Nacht. Gerade das finde ich einen ganz charmanten Vorteil, dass man wirklich systematisch dran arbeiten kann und auch die Terminologieprozesse einbinden kann in den täglichen Arbeitsablauf. Also nicht gezwungen ist, genau zu einer bestimmten Stunde parat zu stehen und dann auch die Antworten zu haben, weil für manche Sachen muss man auch ein bisschen recherchieren. Also es gibt nicht, man kann nicht auf alles sofort eine Antwort geben, ne? Ist ein guter Punkt, ja. Also das ist auch das Schöne, dass wirklich im Gegensatz zu Excel, wo ich halt dann irgendwie 50 Dinge in einem Sheet habe, kann ich halt wirklich 50 Aufgaben erstellen und 20 davon winkt Kollege A vielleicht sofort durch und sagt, ja, ist eh klar. Aber bei Aufgabe 21 muss er halt vielleicht recherchieren, wenn anderen fragen. Das geht ja dann auch übers System wieder. Aber die ersten 20 sind halt damit einfach schon mal weiter. Und ich muss nicht warten, bis dann wirklich die allerletzte Zeile in meiner Excel-Datei auch noch fertig ist, bevor ich das dann wieder zurückschicken kann. Also auch dieses sozusagen asynchrone Arbeiten an Aufgaben, ist halt auch was relativ Wichtiges. Und das kenne ich noch aus meiner Vergangenheit, wenn wir zu Kunden oder so diese ganzen großen Terminologielisten, was ja eigentlich keine Terminologielisten waren, waren ja höchstens Glossare, geschickt haben, dann merkt man ganz eindeutig, am Anfang wurde noch viel nachgedacht, aber wenn die eine bestimmte Länge überschreiten, dann gucken die Leute nicht mehr präzise genug rein. Das lässt sich überhaupt Ja. gar nicht handhaben. Genau. Cool, also aus dem Publikum habe ich jetzt keine Fragen bekommen. Das liegt entweder daran, dass es so klar war oder dass das Fragen-Feature nicht funktioniert. Aber insofern würde ich sagen, ja, danke, dass du dabei warst, Hans. Danke für den Vortrag, danke für die Präsentation. Immer wieder spannend, immer wieder schön. Fein, alles klar. Und ja, auch danke fürs Zuhören und bis bald an alle. Ciao.